Hallo und willkommen zurück zu Icarus, liebe Leute. Folge 3, da sind wir wieder und ich habe hier schon mal angefangen mit dieser Holzschaufel so ein bisschen was auszubuddeln, umzugraben besser gesagt, damit wir hier so ein schönes Feld anlegen können, denn ich hätte ganz gern ein bisschen Weizen. Damit wir hier dauerhaft ein bisschen Mehl herstellen können, um Brot zu haben und so weiter. Wir bauen uns so eine schöne kleine Farm. Tiere kommen natürlich auch noch dazu. So nämlich. Das machen wir jetzt erstmal so. Das wird noch nicht reichen für irgendwas. Weil man für Mehl unfassbar viel davon braucht. Aber für den Moment... Da noch einer? Da ist noch was? Ne, das sieht gut aus. Gib mir her, wir haben zwar nicht mehr genug Slots frei, aber was wir tragen können, tragen wir. Oh, das könnte aber klappen. Ne. Hab! Geh mir aus dem Weg, du Schuft! So. Wo haben wir den Käse denn jetzt gehabt? Hier. Die haben wir bereits. Bestehende Pflanze. So. Das ist mal für den Anfang. Die Schaufel ist gleich durch, weil das nur die Holzschaufel ist. Ausdauer, Ausdauer. Oh oh. Ich höre ein Pferd. Ah gut. Da hinten zwei sogar. Eins und zwei, die mir gefährlich werden können. So. Wo sind die jetzt? Da ist ein Reh, die sind weggegangen. Okay. Das passt soweit. Das ziehen wir erstmal rüber. Ich würde sagen, ja, das belassen wir mal bei Fasern und so. Ne? Hier haben wir ein paar Bauelemente und hier unten haben wir noch gar nichts. Wir machen hier jetzt für den Moment erstmal das rein. Und schauen, dass wir das Nähset da unten anbringen. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Mehl herstellen. 38 Mehl, ja. Okay. Organisches Harz, richtig. Okay. So, ansonsten haben wir einen Solo-Talentpunkt. Gib mir den mal bitte. Was hätten wir denn gern? Wir hätten gern Nahkampfschaden durch einen Sturz. Reduziert die Ausdauerkosten für das Feuerpaddel und schnelleres Reparieren mit Hämmern. Das ist schon nicht verkehrt. Holzstein- und Faserertrag. 15% mehr Holz beim Fällen. Reduziert Sauerstoffverbrauch, Hunger und Durst. Ja, das machen wir. Was sagt denn unser Technikbaum? Ich schätze mal, die Gießkanne ist nicht ganz verkehrt, wenn ich jetzt anfange, da... Ja... Weil auf den Regen kann ich mich halt einfach nicht verlassen. Wir schnappen uns diese Dinge. Wo werden die hergestellt? An der Werkbank. Der Hammer ist nicht ganz verkehrt. Wir haben noch 3 Punkte. Wollen nicht alles verplempern. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir auf die 15 kommen. Damit wir dann hier hinten mit dem Stein beginnen können. Das brauchen wir und dann das. Dafür haben wir noch die Punkte. Alles klar. Okay, dann zeig mal her, haben wir noch ein bisschen was übrig für irgendwas? Es fehlt Leder. Ach, wir haben ja noch, also, liebe Leute, ist ja noch alles da. Das ist ja ekelhaft. Mal ein bisschen Leather, sehr schön.
So, die Dinge haben wir bereits. Das haben wir. Wir haben einen besseren Hammer. Somit kann dieser alte Holzhammer raus. Fantastisch. Vielen Dank. Und von da gehen wir über zur Gießkanne. Ich hoffe, ich kann die Gießkanne einfach so abstellen irgendwo. Quasi platzieren. Zeig mal her. Trinkschlauch. Nee, nee, hier. Behälter füllen. Warte mal, das ist jetzt wirklich weg, ne? Ach nee, das ist hier. Ich wollte schon sagen. Inspizieren. Au, fantastisch. Ah, das ist hier gut. Hatte ein bisschen die Sorge, dass ich das alles so einzeln machen muss. Gib mir das mal eben. Sehr schön. Das ist zwar noch viel zu wenig, aber für den Anfang soll das erstmal reichen. Hier drüben haben wir noch mehr. Wir gucken jetzt erstmal. Ich glaube nämlich, ich kann noch nicht mal Brot herstellen. Muss mal eben schauen, ob ich das hier... Ne, hier oben haben wir es. Fladenbrotteig. Aber ich glaube, da gab es noch ein anderes Brot. Knochen. Dafür brauchen wir die Kräuterkundebank. Ja, wir warten mal noch. So, was sagt der Sturm? Der ist gleich vorbei. Hier drin sieht alles soweit gut aus. Können wir hier dann noch ein bisschen was herstellen? Nope, okay. So, ansonsten hätten wir das. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Kommen wir zur Frage, ob wir das Ding... Oh ja, doch, tatsächlich. So habe ich mir das vorgestellt. Das bedeutet, bei unserem Feld können wir dann die Gießkanne fallen lassen. Ich hoffe, ich vergesse die da nicht. Und da sehen wir schon, es wächst bereits. Obwohl, nee, das ist das Gras darunter, ne? Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob das klappt. Inspizieren noch. Findet statt. Okay. So, dann gehen wir mal ein bisschen auf die Jagd, würde ich sagen. Zum einen brauchen wir ein bisschen Oxid, damit wir hier nicht ersticken. Und zum anderen noch ein paar XP, um auf die 15 zu kommen. Und dann haben wir wirklich ein bisschen was zu tun, was das Bauen angeht. Hier drüben. Wundervoll. Das kommt da rein. Machen wir mal lieber so. Können auch noch ein bisschen was essen. Sehr schön. So, jetzt sind wir ja kurz vor der 15. Zeig mal her, ein paar Knochen und so können nicht schaden. Wo seid ihr? Nur keine Pferde, bitte. Schon gar nicht zwei große Pferde und so. Original, einfach ein Pferd da jetzt. Ja. Komm, gib mir mal was Richtiges, bitte. Da. Ich habe hier gerade ein Tier gesehen. Ich kann nicht sagen, was es war. Es ist ein Pferd. Level 2 aber. Den Versteckt-Bonus. Sehr gut. Oh oh. Kommen die DayZ-Wölfe.
Nee, es kommt noch ein Pferd einfach. Okay, das passt aber so. War das das Junge? Da kommt der Wolf. Da geht der Wolf. Komm mal her, ich brauche ein paar XP. Da haben wir es. Sehr schön. So, unsere Rüstung ist ein bisschen angeknackst, aber das macht nichts. Das ist ja nur diese komische Fasernrüstung, die kann man ja wirklich easy neu bauen oder eben reparieren. Jetzt gucken wir erstmal. Talente. Wir haben einen Talentpunkt für diesen Bereich. Angebautes wächst schneller. 10%. Nahrung im Inventar verdirbt langsamer. 15% Verderblichkeitsrate. Gefällt mir das? Langsamerer Haltbarkeitsverlust für Dings. Höhere Löschgeschwindigkeit. Erhöht die Reparaturgeschwindigkeit mit dem Reparaturhammer. Das ist leider einzeln. Haltbarkeitsverlust für Spitzhacken. Ich denke, das ist jetzt nicht verkehrt, wo wir kurz davor stehen, viel Stein abzubauen. Solo haben wir nicht. Okay. Elektronischer Futtertrog. Oh, wenn ich da schon wieder Platine lese, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ein strapazierfähiger Lederrucksack, der den Inventarplatz vergrößert, die Tragekapazität erhöht und das Gewicht von Eisen reduziert. 5 Kilo Gewicht mehr nur. Das ist verdammt wenig. Aber Erze wiegen weniger. Textilienbank haben wir. Holen wir uns. Wir haben 6 Punkte. Und ich schätze hier drüben, aber das können wir noch nicht machen. Wir brauchen jetzt erstmal Stein. Steinmetzarbeiten. Das ist auch nicht ganz unwichtig, aber da habe ich die meisten Sachen erst ab 20. Aber das veredelte Holz ist, glaube ich, hier zu holen. Nee. Steingebäude. Das machen wir erstmal so. Okay, dann können wir jetzt vielleicht mit 4 übrig gebliebenen Punkten hier hingehen. Das machen wir mal so. Alles klar. Das hätten wir. Die 15 ist erreicht. Jetzt wollen wir das Ganze umwandeln in ein schönes Steinhaus und so weit ausbauen, wie wir es haben möchten. Mit allen Räumen und was wir noch so brauchen. Ich weiß, da kommen noch, weiß ich nicht, 10 Werkbänke oder sowas dazu. Jetzt gucken wir erstmal kurz, was die Textilienbank für mich tun kann. Ach, die habe ich noch gar nicht gebaut. Holz und ein paar Fasern. Fasern vom Holz holen wir mal frisches. Was ist denn jetzt los? Haben wir einen Red Bull gehabt, oder was? Hallo? Sehr schön. So. Auf jeden Fall mehr Sachen, die jetzt im Boden verschwinden, ist mir schon aufgefallen. Das ist jetzt bestimmt das 4. oder 5. Mal schon, dass so ein Stück Holz dann einfach im Boden verschwindet. So. Wir bauen die Textilienbank, damit die bessere Rüstung.
Und dann sind wir schon mal ein bisschen besser geschützt vor all den Widrigkeiten, die hier so anstehen. Ja. Textilienbank. Wundervoll. Das haben wir soweit, das passt. Dann haben wir hier Contact, das Gerät und die Schnittstelle für die Werkzeuge, glaube ich, und die Ausrüstung aus dem Orbit. Passt das hier in die Ecke? Nee, leider nicht. What? Okay, ja, fantastisch. Gib mal her. Wundervoll, das passt. Wir haben das dafür. Das fällt raus. Für die Füße dieses. Ah, fantastisch. Yes, wenn er nicht cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. Aber nochmal den Helm. Aber das sieht ganz gut aus. Das passt soweit. Widerstand, Nahkampfwiderstand 31. Wie sieht es denn aus, wenn wir das rausnehmen? 21, okay, super. Das macht also definitiv einen guten Unterschied. Wollen wir hier noch ein bisschen was raufhauen? Das kann ja erstmal rüber. So. Und dann wird es ja fast Zeit, weil wir noch ein Dings haben für so eine Wandfackel oder irgendwas, was hier drin so ein bisschen... Ja, wobei, ich habe in der letzten Folge noch gesagt, es macht vielleicht keinen Sinn, einfach irgendwelchen Quatsch freizuschalten, den wir möglicherweise nicht brauchen. Wir können ja einfach mal das so machen und jetzt holen wir uns das Contact-Gerät. Sehr praktisch, wenn man hier zwischendurch dran denkt, schon mal ein paar Seile herzustellen, denn die braucht man immer mal wieder. Wenn man dann einfach schon mal welche da hat und sich darum nicht kümmern muss. Con... Gott. Ach, musst du... Ich wollte gerade sagen, hält das denn draußen überhaupt irgendwas aus? Aber das tut es. Warte mal, wir machen es nochmal anders. Geh mal weg. Gib mir doch mal bitte... Brauchen wir wieder ein paar Fasern. Die holen wir jetzt mal. Wir haben welche auf Lager. Wir machen es so. Okay. Wo haben wir es denn? Hier drüben. Mach mal 8. Ich würde sagen, das bauen wir hier noch ein bisschen aus. Ja. 3. Ich glaube, wir haben hier drin noch welche. Korrekt. Ob wir da Wände ranbauen? Ich hätte gern sowas wie ein Carport. Ne? So offen, aber überdacht. Aber dafür muss ich erstmal sehen, wie groß dieses Ding hier eigentlich ist. Weil ich glaube, das ist schon ein Stückchen größer. Bebebe. Machen wir jetzt erstmal so. Das wird dann auch noch zu Stein. Aber jetzt im Moment geht das eben schneller. So, jetzt haben wir hier die Fläche... für dieses Gerät, welches ich jetzt einfach mal... Warte mal, wo ist denn da die Front? Oh, das ist doch schon richtig. So, oh, eieiei. Ich weiß nicht mal, ob das reicht hier von der Höhe vom Dach. Oder ob das rüberzieht. Vielleicht können wir das ja mal auf die Schnelle herausfinden. Wie? Das geht nicht als Vordach... War das ein anderes Spiel? Ja, das wird schwierig hier an der Stelle. Gefällt mir nicht. Passt das?
Nicht wirklich, aber das Spiel akzeptiert es. Ja, komm, was soll's. Was soll der Geiz? Machen wir so. Zack. Und das dahin. Und dann haben wir Carport für einen LKW. Auch noch nicht ganz schön, aber erstmal nur so vom Prinzip her, wie ich es etwa haben wollte. Einfach nur für die Schönheit würde ich fast sagen, hier fehlen noch Säulen zwei. Aber so hält es, von daher will ich nicht klagen. So, schmeiß mal das hier an. Und hau dich mal hin. Haben wir es schon 18 Uhr? Alles schon erledigt, sehr schön. Das deaktivieren wir. Sehr gut. So, zeig mal her. Kurze Missionen, die in der Umgebung stattfinden. Belohnungen für Erfahrung, Planetengegenstände und kleine Mengen von Rennen. Lange mehrstufige Missionen, die auf der gesamten Karte stattfinden. Belohnungen, Rennen und Exotics je nach Operationen. Ah, und hier fehlt das Infraschall-Relais-Upgrade und das verschlüsselte Satelliten-Upgrade für Aufrüstungen. Landwirtschaft Mittel. Das ist die Insel hier drüben, ne? Ist der auf der Insel gelandet? Da ist ein Wolf. Kommst du raus? Ja, sieht nicht so aus. Komm mal näher. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Also ich muss die Sachen, ich muss Kürbisse anbauen und die da reinhauen. Ich will nur mal eben schauen, wo die Kapsel hier gelandet ist. Laut Kompass direkt hier drüben. Ah, da ist sie, okay. Ja, das sollte doch sehr machbar sein, oder nicht? Und hier haben wir, wie viel brauchen wir? 20. Ich habe vorhin schon welche gesehen, das heißt, das Anbau sollte kein Problem sein. Jetzt ist nur die Frage, mache ich das einfach so im Boden? Unser Kürbis im Garten ist direkt im Boden. Da ist nicht nochmal ein extra Beet oder irgendwas. Aber die Frage ist ja viel eher aufs Spiel bezogen. Wächst es schneller in einem Beet oder nicht? Eigentlich dürfte das keinen Unterschied machen. Eigentlich ist das mit Schnelligkeit auch völlig egal. So, das kommt hier mal weg. Ich will es hier ein bisschen sauber haben. So. So, dann haben wir hier Weizen. Davon brauche ich wesentlich mehr. Das bringt mir so erstmal gar nichts. Das ging jetzt in erster Linie erstmal nur darum, das auszuprobieren. Was sagen wir denn? Wir haben keine Punkte. Okay. Das beantwortet die Frage wahrscheinlich auch schon. Gib mir mal das Ding. Und dann würde ich sagen, damit wir dem hier nicht im Weg stehen, können wir das ja vielleicht hier drüben anbauen. Ich weiß nicht, ob ein geernteter Kürbis ein Kürbis im Inventar ist oder ob das mehrere sind. Aber ich meine, alles in allem kann das ja, glaube ich, nicht schaden, oder? Wenn wir ein paar Kürbisse da haben. Auf jeden Fall eine relativ leichte Mission. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Kürbis finden. Was ist das für eine Linie da? Schauen mal. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass ich hier schon Kürbisse gesehen habe. Hier drüben. Inventar voll. Das hauen wir erstmal raus, solange wir keinen Komposter haben. Zeig mal her. Wie machen wir das denn hier? Wie, den hauen wir doch nicht so da rein, oder?
Oder wie funktioniert das hier? Nee. Reittier füttern, konsumieren? Muss mal eben schauen, ob ich den irgendwie auseinanderfriemeln kann. Samenknacker. Nee, das ist wieder so ein Käse hier, aber das können wir durchaus mal in Betracht ziehen. Ach nee. Mäh. Die tiefgelbe Kürbissorte. Verleiht der rohen Nahrung, wenn sich der leichte da sorgt er für den besten. Vielleicht mit der Sichel. Erstmal müssen wir ein bisschen was raushauen. Zum einen reparieren wir das Ding erstmal und auch die Sichel. Und dann hauen wir ein bisschen was raus, denn das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das hier. Eisenbarren. Ach, das muss hier repariert werden. So, dann kann das gleich rüber. Oh, nee, 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 nee. Halt, stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich. Das kommt rüber, das wieder zurück. Die Pfeile, das gehört hier auch nicht rein. Das ebenfalls nicht. So, meine Überlegung war, ob man vielleicht mit der Sichel das abtragen muss von der Kürbispflanze. Mäh! Oder man kann Kürbis tatsächlich nur in einem Beet anpflanzen. Das kann natürlich auch sein. Muss mal eben schauen, ob das hier... Nee, da haben wir Kürbiskern. Das war die richtige Lösung. Jetzt gucken wir mal, ob wir das da reinpflanzen können. Mach Hefe. Und jetzt... Ah, da haben wir die Lösung. Alles klar. Auf geht's. Wir brauchen mehr Kürbissamen. Mäh. Wir können ein bisschen was sammeln, wenn wir schon mal unterwegs sind. Ja, wir rüsten lieber mal den Bogen aus. Hier. Wie viel gibt's da? Oh, da war jetzt nicht mal was dabei. Eieie, okay. Da war nicht mal was dabei. Das heißt, wir müssen weitersuchen. Aber wie gesagt, kann natürlich sein, dass zwei angepflanzte Kürbisse mir fünf Kürbisse nachher bringen. Da kenne ich die genauen Werte nicht. Denn das scheint ja hier irgendwie prozentual unterschiedlich zu sein. Jetzt gucken wir erstmal. Ist das ein Wolf da unten? Ich höre hier doch ein Hecheln. Ah ja, da. Der gute Kürbis. Wo bist du? So, durch die Magie des Schnitts sind wir jetzt durch und ich habe Kürbiskerne gefunden. 8 an der Zahl müssten es jetzt sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Es sind 8. Und wenn ich mir so ein Patch davon anschaue, was ich da so ernte, dann sind da immer 3 Kürbisse oder so. Das heißt, das sollte eigentlich aufgehen. Hui! Aber wir gucken mal. So. Da haben wir schon was. Hier kommt noch was hin. Sehr schön. So, zeig mal her. Wo haben wir die Gießkanne? Die ist wirklich verschwunden jetzt, die Gießkanne, ne? Ist die auch im Boden gelandet, oder was? Was ist das denn?
Hallo? Das mal weg, das wird hier alles Feld. Okay, ich brauche eine neue Gießkanne. Außer ich habe sie vielleicht jetzt übersehen, aber... Eisennägel und Leder... Ich denke, im Grunde können wir Leder auch direkt schon hier drin lassen. Okay, also die Gießkanne wieder mit reinnehmen oder irgendwie eine extra Hütte für die Gießkanne bauen. Habe ich sie unten im Slot? Habe ich sie da drin? Nö. Die ist tatsächlich einfach verschwunden. Ja, wie gesagt, viele Dinge verschwinden im Boden, habe ich den Eindruck. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Ich bin aber der Meinung, das ist das Letzte, was ich hier gegossen habe. Aber ich sehe keine. Keine Canne de Gieß. Naja. Dann ist es erstmal so. Dann heißt das für mich einfach nur, ich muss sie irgendwie schützen und hier hinstellen im Idealfall. Ja, so ein kleiner Gartentisch wäre toll, wo man dann die Gießkanne einlagern kann und dann irgendwie Samen und sowas. Das wäre fantastisch. Aber gut, da kommen wir sicher auch noch hin. Jetzt muss ich mal eben schauen. Die Sachen da draußen sind, glaube ich, so nicht geschützt. Bis auf dieses Contact-Ding möglicherweise. Hier brauche ich 120 Eisennägel. Eieiei. Ja, komm, mach direkt. Was soll's. Leder und Holz. Okay, Leder. Hui. Und ein bisschen Holz. Wie weit sind wir? Gleich fertig. Sehr schön, das geht ratzfatz. Und ich glaube, jetzt komme ich schon an den Punkt, an dem ich sagen würde, ich würde es schon ganz gern noch mal ein bisschen größer haben. Aufgeteilt in Arbeitsbereich, in gemütlichen Wohnbereich, weil jetzt macht das Ganze auch Sinn. Aber das können wir immer noch machen. Das Gute ist ja, dass man die Sachen jederzeit wieder aufheben kann. In vollem Zustand. Natürlich fallen dann die Sachen, die gelagert sind, rein, runter, aber das finde ich nicht so dramatisch. Also, und jetzt kommt eben das. Wir brauchen jede Menge Holz, Stein, Leder, Eisennägel. Okay, Stein, Holz können wir mal rüberhauen. Leder. Bei den Eisennägeln. Wir machen das. Und da haben wir noch ein bisschen Holz übrig, aber wir holen mal frisches Holz. Denn wir werden viel brauchen. Da werden auch diese beiden Stapel nicht reichen. Wir können hier gern was von ein bisschen weiter hinten nehmen. Sehr schön. Ich glaube, so von der Schwere eines Baumes und der Umfallanimation, so blöd das klingt, aber das ist ja auch irgendwie eine Animation, ist Ikarus schon ganz weit vorne, finde ich. Also, der Baum ist immer noch ein bisschen zu leicht dargestellt, wenn er fällt. Aber wenn ich bedenke, wie das bei anderen Spielen ist, und ich denke da an Ark zum Beispiel, ich glaube, hier ist es sehr gut. Hier ist es sehr gut. Und bei, ich glaube, bei Valheim hat es mir auch sehr gefallen. Und da war die Schwere, glaube ich, richtig dargestellt. Das ist hier durch den Sound schon ganz gut. Aber so das letzte Stück, wer schon mal gesehen hat, wie so ein Baum umfällt. Das liegt aber weniger an der Schnelligkeit oder so, sondern eher daran, was passiert, wenn er aufkommt. Weil wenn so ein Baum unten aufkommt, dann
dann sieht man erst so richtig, wie viel er wiegt. Wenn die das noch hinkriegen könnten, ne? Das können die ganz nach hinten an die Liste stellen. Andere Sachen haben erstmal Priorität. Aber so am Ende des Tages so ein richtiges, wuchtiges Aufschlagen von dem Baum. Das wär's. Okay, das ist schon ganz cool, auch mit dem Sound. Ja. Da fehlt so ein bisschen die Wucht. Vielleicht ist das schon die Lösung, wenn da einfach ein paar mehr Partikel in die Luft gewirbelt werden. Aber so spielmäßig ist das schon ziemlich gut gemacht, finde ich. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das bei Sons of the Forest war. Kann mir vorstellen, dass das da auch super aussah. Weil der ja dieses ganze Fällen und dieses tatsächliche Einschlagen in den Baum wirklich schön war. Warte mal, diese Fasersamen, die brauche ich ja wirklich nicht. Wo ist denn der Käse? Hier. Hefe möglicherweise schon eher. Wir essen das mal eben. Das kann auch raus. Ansonsten, performancemäßig ist mir aufgefallen, im Spiel, wenn man so eine Minute drin ist oder so, läuft es sehr viel besser. Also wer die erste oder zweite Staffel hier mal gesehen hat oder auch nur ein bisschen davon, der weiß, es hat wirklich alle 30 Sekunden immer ganz kurz geruckelt, so was super nervig war. Das ist jetzt aktuell nicht mehr zu spüren. Was jetzt allerdings dadurch hier aufgetaucht ist, ist zum einen dauert es ewig, bis das Hauptmenü lädt und der Charakterbildschirm zum ersten Mal. Und wenn man im Spiel ist und das öffnet, das Inventar, und das schließen möchte, dann hängt das auch für 30 Sekunden oder so. Und dann geht es erst weiter. Aber das kann ich eher verkraften am Anfang, als wenn es die ganze Zeit ruckelt. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, finde ich. Da haben die sich gut drum gekümmert, weil es war wirklich schon sehr lästig. Aber jetzt geht's. So. Machen wir erstmal einen Boden, oder? Wie maximal eins? Was fehlt denn hier? Richtig. Mach mal so, dann haben wir noch 200 auf Lager, für was immer kommt. Mehr brauche ich so oder so. Sag mal. Wer hätte es gedacht, es fehlt Stein. Da müssen wir jetzt aber erstmal kurz schauen, ob wir die Nägel erstmal rüberhauen, damit wir hier ordentlich Platz haben. Denn das verbraucht eine Menge. Das können wir mal anschmeißen und den Kürbis reinhauen. Das sieht soweit ganz gut aus. Ja, das mit der Flasche, ne? Wir haben hier so ein Dings, aber dafür brauche ich das richtige, die richtige Bank. So, auf geht's. So, hier drüben hatten wir einen großen Felsen, der steht schon so ein bisschen meinen Feldplänen im Weg. Haben wir denn? Sehr gut. Findet statt. Das hier findet sehr gut statt. Müssten wir auch nochmal gießen. Noch super, wie man das so richtig schön abtragen kann. Und auch hier kam es häufiger zu Rucklern. Das scheint jetzt auch nicht mehr der Fall zu sein. Es läuft auf DirectX 12 mit maximalen Grafikeinstellungen und Raytracing. Wobei ich glaube, dass das nur für die Schatten hier gilt und nicht lichtmäßig oder Reflexionen. Man echt mal probieren, hier draus irgendwie so eine Figur zu bauen.
So, wir fangen erstmal an. Ah, das gefällt mir schon ganz gut. Finde ich gut. Vielleicht doch nochmal der Schönheit halber schauen, ob man das ein Stückchen höher setzt. Aber ich meine, es dreht sich. Es sieht fast aus, als müsste es so sein. Als würde es sich erst drehen, wenn es unten ansteckt. Das ist natürlich die volle Absicht gewesen. So, warte mal. Machen wir einfach nur die Platten dahin? Dieses Fundament macht hier keinen Sinn. Wobei, könnte man auch machen. Ne? Man könnte alles eine Etage höher bauen. Wir machen jetzt erstmal die Böden. 15, ja. Das passt. Es arbeitet noch, alles klar. Ja, aber an sich gefällt mir das schon ganz gut. Das ist stabil da drauf. Wir werden auf jeden Fall noch weiter in die Höhe bauen. Schauen, dass wir das Dach irgendwie nutzen. Wofür auch immer. Entweder mache ich meinen Schlafplatz ganz nach oben. Das heißt, die gemütliche Ecke ist ganz oben. Und hier unten wird gearbeitet. Oder aber wir machen es genau andersrum. Aber hier stehen jetzt halt die Sachen schon. Macht schon Sinn irgendwie, dass wir das so machen. Gib mal schon mal ein paar Böden. Nee, warte mal, so war das nicht. Sehr schön. So, hier fehlen natürlich noch einige, aber für den Anfang ist das schon mal was. Das war es schon. Aber das haben wir. Gefällt mir gut. Sehr schön. Der erste Schritt ist getan. Hier können wir die Säulen schon mal... Wie viel können wir denn jetzt bauen? 3. Komm. Komm, bau mal 3. Was fehlt für weitere Böden? Im Grunde nur Stein, ne? Alles andere haben wir noch gut da. Das machen wir doch, würde ich sagen. Holen wir noch ein bisschen Stein. Und dann ist der erste... Dings gesetzt. Mission läuft. Kürbis wächst. Warte mal, das geht doch hier genauso, oder nicht? Das ist auch eine so fantastische Funktion, dass man das einfach so machen kann und nicht erst abreißen muss und so, sondern einfach mit einem Tastendruck wird es ausgetauscht, ohne dass irgendwas kaputt geht oder so. Du kannst es unter Tische, Feuer stellen und alles machen. Super. Und die sollen hier natürlich auch, ne? Wobei, die haben alle noch eine komplette Haltbarkeit. Das heißt, der Sturm schadet diesen Dingern hier nicht. Vielleicht, weil sie unter Wasser sind. Oder vielleicht, weil Säulen davon nicht betroffen sind. Aber gefällt mir schon mal sehr. So. Wir wollen den Felsen hier eh loswerden. Also kloppen wir ihn ab. Spielt sich wesentlich flüssiger, das Ganze. Wesentlich. Macht sich wirklich bemerkbar. Frames könnt ihr oben rechts sehen, wenn ihr es denn lesen könnt. 162, 168. Gefällt mir gut. Wir können ja mal eben... ja gut. Oh, da sieht man aber... Na? Kleinigkeit kann auch ganz nach hinten auf die Liste. Aber der genaue Treffer, der Spitzhacke, das wäre schon cool irgendwie. Das könnte jetzt schwierig werden.
probieren mal was. Vielleicht kriegen wir es hin, wenigstens die oberen Wände erstmal ein bisschen zu ersetzen. Bevor der schwere Sturm da ist. Oh oh. Jetzt aber schnell. Weg, weg, weg. Easy. Komm noch mal. 10 Sekunden, die haben wir. Ja, ja, ja. 3 Sekunden. Okay. Was haben wir hier? Ah, der Sturm ist noch nicht mal da. Wir schauen uns das mal an. 880. Das Reparieren geht jetzt schon wesentlich schneller. Oh, gefällt mir aber auch. Stein oben, Holz unten. Finde ich gar nicht verkehrt. Mangelt es hier weiterhin an Stein. Tatsächlich. Sehr gut. Das sieht soweit gut aus. Müssen wir mal gucken, wie das hält. Haltbarkeit 100% draußen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das keinen Schaden nimmt, egal wie gut das geschützt ist. Ich will halt nicht, dass die Kisten Schaden nehmen, wenn da ein Loch drin ist oder so. Weiß ich nicht, ob das so ist. Jetzt kommt die schlimme Phase. Das war's jetzt auch schon fast. Sehr machbar. Nein, sehr machbar, habe ich gesagt. Hör auf zu zerfallen. Ja, ein bisschen ist der Sturm noch da, ne? Was willst du machen? Abwarten. Keine Geduld. Richtig, wir haben die Dings damit verbraucht. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich
so ein Ding hier herstelle. So, wir hatten hier drüben noch eine Höhle. Das müsste hier so gewesen sein, die ich nicht markieren konnte. Also die konnte ich markieren, aber dann wäre meine Base-Markierung wieder weg gewesen. Aber es gibt ja später diese kleinen Geräte, die einem dann die Markierung anzeigen. Das muss hier oben drauf gewesen sein. Die Höhle mit dem Pferd. Hier drüben war das. Hui. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Eisenerz, denn wir brauchen Barren zum Reparieren der Spitzhacke zum einen und natürlich auch für alle weiteren Dinge, die da noch kommen. Aber hier ist noch jede Menge drin. Haben wir keine Knochenpfeiler mehr? Doch. Komm raus! Sehr schön. Das hätten wir. So, das nutzen wir, solange wir es noch haben. Jetzt ist es durch. Inventare hier. So, ich glaube, zweimal Eisenerz ergibt einen Barren. Sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt? 105? Sagen wir, nehmen mit, was wir tragen können. Können wir uns noch nicht leisten. Was haben wir hier drüben? Noch mehr Eisen. Ja, nehmen wir mal die hier hinten. So. Sehr schön. So, wir haben noch Platz und ordentlich Erz, so wie es aussieht. Ja, obwohl, das geht auch schnell weg, ne? Gerade wenn man Nägel braucht und so. Warte mal, zeig mal Talente. Haben wir da schon irgendwas abbaumäßig? Fällt das unter Abenteuer? Gewichtskapazität, Stein wiegt weniger im Inventar, nee, Erz wiegt weniger. Hier, naja, das passt nicht mit zwei Punkten, aber am ehesten
Exotics. Ach, das bringt das auch nicht, ne? Ach, hier, ich sehe schon. Nee, das machen wir nicht. Wir nehmen den grünen Daumen. Fantastisch. Wir haben noch ein bisschen Platz. Nehmen wir mit. Wir haben keinen weiten Rückweg. So. Wie Nacht. Nee. Nur sehr dunkel. Okay, es geht zurück. Wir hauen die Dinger in den Ofen, dann bekommen wir neue Barren. Und damit können wir dann eben mehr arbeiten. Wir haben noch einen Solo-Talentpunkt und 3 Entwurfspunkte, was nicht sonderlich viel ist, weshalb ich sicher gehen muss, dass ich da Dinge freischalte, die ich tatsächlich brauche. Oder halt haben möchte. Denn darum geht es hier so ein bisschen in der 5. Staffel, dass ich mir die Dinge anschaue, die ich vorher nicht so kannte. Bienenstock, Honig, all der ganze Krempel, der damit dabei ist. Einfach um so ein bisschen so einen Überblick darüber zu gewinnen, was hier so neu ist und was die in den letzten, ja, ich glaube, 5 oder 6 Monaten hier so gemacht haben. Bisher gefallen mir die Verbesserungen sehr gut. Also gerade was die Performance angeht und so. Auch solche Sachen hier. Ich mag, dass das Wasser nicht einfach so trinkbar ist, dass man jetzt Behälter befüllen kann oder eben trinken kann und so. Das sind tolle kleine Veränderungen, die das Ganze hier ein bisschen angenehmer zum Spielen machen. Hau erstmal rein hier. Zack. Zeig mal her, kann ich ja vielleicht mal sehen. Doch genau, 2 Eisenerz ergibt einen Barren. Das heißt, da haben wir jetzt einige Barren. Raus. Mrrr. Mäh. Soweit ganz gut aus. Was fehlt denn hier jetzt realistisch? Immer noch Stein. Wir müssen mehr Stein abbauen und schauen aber natürlich vorher mal, dass wir ein Barren nehmen, um die Spitzhacke zu reparieren. Dann kann die vorerst raus. Die ist eh fast durch. Kein Platz mehr. Trinken und ein bisschen was essen. Was Leckeres. Achso, warte mal, der Solo-Talentpunkt. Was haben wir denn hier? Geschliffene Spitzen erhöht den Pfeilschaden. Das gefällt mir ganz gut. Das machen wir dann. Pfeilschaden, Messer. Schusswaffen, ja, nachher kommen die schönen Gewehre. Ja, das machen wir genauso. Häutungsbank, Pökelstation. Kann mit Salz genutzt werden, um Nahrung zu konservieren. Ist schon nicht ganz blöd, ne, bei der Menge. Das Ding ist es, was ich brauche. An der Workbank. Wo ist das Ding? Hier oben. Holz, Leder, Knochen. Mäh. 10 Sekunden, dann können wir das Ding damit auffüllen und das wird dann automatisch verbraucht, was schon mal ein Riesenfortschritt ist, finde ich. Platzieren. So.
Wie war das jetzt? Den Käse müssen wir da reinhauen und das Ding hauen wir dahin. Das wird dann aufgefüllt. Wir brauchen allerdings Schwefel als Kraftstoff. Schwefel habe ich hier auch schon gesehen. Ich bin der Meinung, das war irgendwo hier oben. Da haben wir Silizium. Yelp, wir suchen Yelp. Können wir wohl schon mal da. Ah, hier haben wir was. Wenn wir schon mal dabei sind, auch gleich Salz mitnehmen. Falls wir in Betracht ziehen, die Pückelstation zu bauen. So, da hinten haben wir noch mehr Schwefel. Wir brauchen natürlich auch Oxid, denn sonst bringt das die ganze Station nichts. Zeig mal her. Drüben. Sehr schön. So, das hätten wir geschafft. Das gefällt mir ganz gut soweit. Gerade jetzt mit diesem Oxidumwandler. Warte mal, wo haben wir denn den Pfeil jetzt? Na, egal. So, jetzt hauen wir uns eben hin. Hier sind immer noch die Reste, die sind nicht despawned. Das können wir ja mal eben anmachen. So. Wo haben wir das Ding? Hier. Das geht sehr schnell. Verbraucht sich allerdings auch natürlich wesentlich schneller. Später kriegen wir dann noch, ich weiß nicht, ob eine oder zwei bessere Flaschen. So nämlich. Ah. 15 Gesamtgemütlichkeit. Genau, zieh dir mal ein bisschen was rein. Das ist sehr schön soweit. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch ganz gut was geschafft. Oh, Armbrust. Weiß gar nicht mehr, ob mir die gefallen hat. Ich glaube, der Bogen gefiel mir besser. Das hier ist durchaus relevant, wenn ich mir so einen kleinen Bauernhof bauen möchte. Hallo? Da drüben. Kommt noch einer? Hier ist ja was los. Der mit dem Wolf tanzt. So. Okay, ich nehme die Jungs hier noch aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und dann geht es genauso weiter. Ganz entspannt, ein bisschen weiter bauen. Wir bauen dann die Hütte mal ein bisschen weiter aus und machen uns einen richtig schönen, gemütlichen Wohnbereich, damit wir da den maximalen Bonus rausbekommen. Also, liebe Leute, bis dahin. Ciao.